Topfgucker TV empfiehlt. Tja, so sieht unser Sauerteig aus. Ja, das sind richtig grobe Luftblasen hier drin. Und der ist auch ein bisschen heller und ein bisschen flüssiger. Und da er jetzt fertig ist, kann ich ihn in die Schüssel umfüllen, wo ich dann später mein Brot mache. Wir behalten uns von dieser zweiten fertigen Stufe 100 Gramm Sauerteig, füllen das wieder in einem Gefäß ab, das bis zu 14 Tage im Kühlschrank lagern. Jetzt werden wir noch Dinkelvollkornmehl dazufüllen, Salz und kaltes Wasser. Das Ganze wird dann in der Schüssel vermengt. Der Teig löst sich beim Kneten von der Schüssel. Anschließend kann ich den Teig in drei gleich große Stücke portionieren und forme meine Brote daraus. Ja, dann habe ich jetzt schon mal meinen Teigling hier und muss den würgen, so lange, bis da eine glatte Oberfläche entsteht, damit das Brot obendrauf sehr schön aussieht, ne? Und dass an den Seiten, an den Rändern, dass das Brot nicht auseinander geht. Dazu habe ich jetzt, wie man sieht, hier eine schöne glatte Oberfläche. Habe hier unten auf der anderen Seite einen Schluss, um den dann später eine ovale Form zu kneten, um das dann in den Kasten zu legen. So sieht dann das fertige Brot aus. Ist das wichtig, damit sich der Deckel von dem Brot nie abhebt. Gerade bei den Sauerteigbroten mache ich hier einen ca. 1 cm tiefen Schnitt rein. Oder es gibt noch eine zweite Variante, indem ich den Schluss von meinem gekneteten Brot nach oben lege und dann reißt das aber auf oben, je nachdem wie ich das gerne möchte. Die Brote sind jetzt 3 Stunden im Gärschrank gegangen. Wie wir sehen, haben sie sich schön entwickelt und sind jetzt fertig, damit ich die backen kann. Dazu tue ich die Brote in den vorbereiteten, ca. 250 Grad warmen Ofen und lasse die hier über 30 Minuten im Ofen backen. Je nachdem, wie ich das möchte, gibt es 2 verschiedene Varianten. Und zwar kann ich das Brot einmal 2 bis 3 Minuten in dem Backform lassen. Oder ich hole das gleich raus, je nachdem, ob ich eine feste Kruste haben möchte oder eine weiche Kruste haben möchte. Alle Rezepte unter www.topfgucker-tv.de